Zephania. Kapitel 1. Dies ist das Wort des Herrn, welches geschah zu Zephania, dem Sohn Kusis, des Sohnes Gedalias, des Sohnes Amalias, des Sohnes Hiskias, zur Zeit Josias, des Sohnes Amons, des Königs in Juda. Ich will alles aus dem Lande wegnehmen, spricht der Herr. Ich will Menschen und Vieh, Vögel des Himmels und Fische im Meer wegnehmen samt den Ärgernissen und den Gottlosen, ja, ich will die Menschen ausreuten aus dem Lande, spricht der Herr. Ich will meine Hand ausstrecken über Juda und über alle, die zu Jerusalem wohnen, also will ich das Übrige von Baal ausreuten, dazu den Namen der Götzenpfaffen und Priester aus diesem Ort. Und die, so auf den Dächern des Himmels her anbeten, die es anbeten und schwören doch bei dem Herrn und zugleich bei Melkon. Und die vom Herrn abfallen, und die nach dem Herrn nichts fragen und ihn nicht achten. Seid still vor dem Herrn, Herrn, denn des Herrn Tag ist nahe, denn der Herr hat ein Schlachtopfer zubereitet und seine Gäste dazu geladen. Und am Tage des Schlachtopfers des Herrn will ich heimsuchen die Fürsten und des Königs Kinder und alle, die ein fremdes Kleid tragen. Auch will ich zur selben Zeit die heimsuchen, so über die Schwelle springen, die ihres Herrn rausfüllen mit Rauben und Trügen. Zur selben Zeit, spricht der Herr, wird sich ein lautes Geschrei erheben von dem Fischtor her und ein Geheul von dem anderen Teil der Stadt und ein großer Jammer von den Hügeln. Heulet, die ihr in der Mühle wohnt, denn das ganze Krämervolk ist dahin, und alle, die Geld sammeln, sind ausgerottet. Zur selben Zeit will ich Jerusalem mit Leuchten durchsuchen und will heimsuchen die Leute, die auf ihren Häfen liegen und sprechen in ihrem Herzen, der Herr wird weder Gutes noch Böses tun. Und ihre Güter sollen zum Raub werden und ihre Häuser zur Wüste. Sie werden Häuser bauen, und nicht darin wohnen, sie werden Weinberge pflanzen, und keinen Wein davon trinken. Des Herrn großer Tag ist nahe, er ist nahe und eilt sehr. Wenn das Geschrei vom Tage des Herrn kommen wird, so werden die Starken alsdann bitterlich schreien. Denn dieser Tag ist ein Tag des Grimmes, ein Tag der Trübsal und Angst, ein Tag des Wetters und Ungestüms, ein Tag der Finsternis und Dunkels, ein Tag der Wolken und Nebel. Ein Tag der Posaune und Trommete wider die festen Städte und hohen Schlösser. Ich will den Leuten bange machen, dass sie umhergehen sollen wie die Blinden, darum dass sie wieder den Herrn gesündigt haben. Ihr Blut soll ausgeschüttet werden, als wäre es Staub, und ihr Leib als wäre es Gott. Es wird sie ihr Silber und Gold nicht erretten können am Tage des Zorns des Herrn, sondern das ganze Land soll durch das Feuer seines Eifers verzehrt werden, denn er wird plötzlich ein Ende machen mit allen, die im Lande wohnen.